gehört. Was denn? Ich dachte, da wäre so ein Rascheln gewesen. Nein, da ist nichts. Bin ich oder wurde vor ein paar Wochen hier schon mal ein Pärchen erschossen? Mal sehen, was die Kollegen haben. Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Der Doc war schon da, der wurde aber dann zu einem anderen Tatort gerufen. Das hat er für euch da gelassen. Steht da noch was anderes drauf als genaueres nach der Obduktion? Also beide Opfer wurden mit einem einzigen Schuss in die Brust getötet. Was schreibt der Doc zum Todeszeitpunkt? Gestern Nachmittag, gestern Abend. Ja, und das war's auch schon. Das bringt uns ja weiter. Wer hat die beiden denn gefunden? Ein Angler, heute Morgen um 6.45 Uhr. Wo ist der Mann jetzt? Der hat einen Schock, den haben wir nach Hause geschickt. Hat das sonst noch irgendjemand am Tatort gesehen? Nee, aber wir wissen, wer die beiden sind. Die Frau ist Daniela Winter, 25 Jahre alt. Und der Mann ist Steffen Lechner, 35 Jahre alt. Das sind die Ausweise. Hast du die beiden Brieftaschen bitte nochmal? €150 und 2 Kreditkarten. Ist in der anderen Brieftasche auch Geld drin? Ja, über 100 Euro. Können wir wahrscheinlich einen Raubmord ausschließen. Hatten die beiden denn Handys dabei? Ja, die hat ein Kollege schon mit zur KTU genommen. Entschuldigung? Der Mann trägt einen Ehering. Scheint verheiratet zu sein. Ganz offensichtlich sogar, ja. Aber wohl kaum mit ihr. Die beiden Adressen stimmen nicht überein. Wir sollten uns erstmal um die Angehörigen der Frau kümmern. Okay. Dann sollen sich Alex und Michael um die Angehörigen des Mannes kümmern. Auch am Angerweiher? Das geht's auch gar nicht. Ja, natürlich, klar. Ja, du, wir kümmern uns drum. Bis später, ja? Ja, ciao. Was ist denn los? Schon wieder ein Pärchen ermordet worden am Angerweiher. Fast an der gleichen Stelle, wo das vor 5 Wochen schon mal passiert ist. Was? Hoffentlich wird das nicht zur Serie. So oder so, wir müssen den Täter so schnell wie möglich fassen. Also, das männliche Opfer war wahrscheinlich verheiratet. Zumindest trug er einen Ehering. Und wenn das so ist, dann müssen wir mit der Ehefrau sprechen. Ja, was machen Robert und Gerrit? Die reden mit den Angehörigen des weiblichen Opfers. Ja, Daniela ist meine Schwester. Hat sie irgendwas angestellt? Ist sie betrunken Auto gefahren oder so? Herr Winter, es tut uns ja leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir Ihre Schwester heute Morgen tot aufgefunden haben. Bitte? Sie wurde erschossen. Unser Beileid. Sie wohnen mit Ihrer Schwester hier zusammen? Ja, seit ein paar Monaten. Sie war pleite und kam aus Berlin hierher. Ich habe sie dann bei mir aufgenommen. Ich fühle mich da so ein bisschen verpflichtet. Verpflichtet? Unsere Eltern sind seit ein paar Jahren tot. Und ich bin der Einzige, den sie noch hatte. Und selbst wir kamen nicht gut miteinander klar. Ich habe ihr Rat zu leben nie so richtig verstanden. Ihr Telefon. Ich bin Anlagenberater. Meine Kunden warten mich gerne. Darf ich? Bitte, bitte.
Herr Winter, erzählen Sie doch mal, was gefällt Ihnen denn oder gefiel Ihnen denn am Lebensstil Ihrer Schwester nicht? Daniela ging nie einer geregelten Arbeit nach. Sie hat immer nur darauf geachtet, dass sie so viel Spaß wie möglich hat. Und jetzt ist sie tot. Ihre Schwester war mit einem gewissen Steffen Lechner am See. Kennen Sie ihn vielleicht? Hier, gucken Sie mal. Nein, tut mir leid. Meine Schwester hatte eine Affäre nach der anderen. Also ich habe da schon lange den Überblick verloren. Wurde der auch erschossen? Ja. Hat sich Ihre Schwester vielleicht in den letzten Wochen irgendwie verändert? Nein. Sie wollte nur kein Geld mehr von mir haben. Haben Sie eine Ahnung, warum? Ich ging davon aus, dass es endlich geschafft hat, sich einen reichen Kerl zu angeln. Herr Winter, haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer die beiden getötet haben könnte? Nein, tut mir leid. Okay. Gut, dann würden wir uns noch gerne das Zimmer Ihrer Schwester ansehen. Ist das okay? Ja, sicher. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Möchten Sie einen Kaffee? Danke. Mein Kollege Herr Naseband, Frau Lechner. Ja, schönen guten Tag. Unser herzliches Beileid. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen mal weiterhelfen kann. Ich bin irgendwie völlig durcheinander. Naja, das ist ja verständlich. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Mann gar nicht richtig kannte. Wie lange waren Sie eigentlich verheiratet? Erst ein halbes Jahr. Ja, für mich war es die ganz große Liebe. Für ihn anscheinend nicht. Ich bin so eine blöde Kuh. Bis gestern habe ich noch geglaubt, er ist auf Geschäftsreise. Was hat der Mann denn beruflich gemacht? Er war Insolvenzverwalter. Frau Lechner, tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt zeigen muss, aber das hier ist die Frau, die gestern mit ihrem Mann zusammen war. Daniela Winter ist ihr Name. Mhm. Kennen Sie die Frau? Nein. Haben Sie eine Vermutung, warum Ihr Mann und diese Frau erschossen worden sind? Hat jemand vielleicht Probleme mit jemandem? Wie gesagt, Steffen war Insolvenzverwalter. Da macht man sich nicht immer Freunde. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Er hat nie wirklich mit mir über die Arbeit gesprochen. War das das erste Mal, dass jemand fremdgegangen ist? Bis gestern dachte ich, er ist immer treu gewesen. Frau Lechner, können Sie uns sagen, wo Sie gestern Nachmittag bzw. am frühen Abend waren? Fragen Sie mich jetzt nach einem Alibi? Das ist reine Routine. Mich hat am Nachmittag eine Freundin besucht und danach musste ich noch Klassenarbeiten korrigieren. Gibt's da Zeugen für? Ja, ein Kollege hat mich noch angerufen. Könnten Sie uns seinen Namen und die Telefonnummer bitte aufschreiben? Ja. Und? Alles notiert? Gleich. Ja. Ja. Danke. Hallo zusammen. Hallo. Ah, hallo Michael. Und? Bist du mit der Obduktion von den weiblichen Opfern schon durch? Ja, so gerade. Aber zum Glück kriege ich ja nicht so oft Doppelmorde rein. Sag das nicht. Wir hatten vor 5 Wochen schon mal ein erschossenes Pärchen am Angerweiher. Ja, tatsächlich? Das muss während meines Urlaubs passiert sein. Glaubst du, wir haben es mit einem Serientäter zu tun? Kann man noch nicht sagen. Wir ermitteln natürlich in alle Richtungen. Mhm. Also, was hast du für uns? Naja, beide Opfer wurden durch Schüsse aus der gleichen Waffe getötet. Ein Gewehr, Kaliber 7,62. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Nein, außer dass der Täter ein guter Schütze gewesen sein muss. Er hat beide Opfer mit einem einzigen gezielten Schuss getötet. Ja, ich weiß. Todeszeitpunkt? Kann ich genau eingrenzen. Zwischen 18 und 20 Uhr. Oh, das war ein kurzer Besuch. Danke, Doc. Keine Ursache. Bis die Tage. Bis dann. Ja, okay. Aber gebt ein bisschen Gas, ja? Danke. Bis dann. Tschüss. Die KTU ist noch nicht so weit. Mit was? Gerrit und ich haben aus dem Zimmer des weiblichen Opfers den Computer mitgenommen. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes drauf. Und dann haben wir uns noch mal die Akte von dem ersten Doppelmord vorgenommen, von vor 5 Wochen. Ja und? Hier. Caroline Ehlers, 25 Jahre alt, das weibliche Opfer. Und Sven Reinhardt, 36. Beide Opfer sind durch einen einzigen Schuss in den Brustbereich getötet worden. Mit was für einer Waffe? Mit einem Gewehr, Kaliber 7,62. Ja, Leute, dann stimmen Todesart und Waffe mit unserem aktuellen Fall überein. Echt?
Da hören die Gemeinsamkeiten aber nicht auf. Auch bei dem Doppelmord vor 5 Wochen gab es keine Anzeichen auf den Hauptmord. Wir müssen unbedingt nach Verbindungen zwischen den Opfern suchen. Ja, vielleicht haben wir da was. Das weibliche Opfer des Doppelmordes vor 5 Wochen hat als Callgirl für einen Escort-Service gearbeitet. Die Chefin heißt Kim Schulz. Es könnte natürlich sein, dass das zweite weibliche Opfer auch für diese Agentur gearbeitet hat. Das würde erklären, warum die auf einmal so viel Geld hatte. Das würde auch zu ihren wechselnden Männerbekanntschaften passen. Ich spreche am besten mal mit dem Bruder. Ja, war das männliche Opfer des ersten Doppelmordes auch verheiratet? Ja, die Ehefrau heißt Sabrina Reinhardt. Na gut, dann sprechen wir mal mit der, oder?